Ja, das sind so viele Spuren, die natürlich halt in entsprechende Bereiche uns führen. Also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch eigentlich, wenn man das wirklich auch akzeptiert. Die Wahrheit kann nicht jeder akzeptieren. Wir Menschen sind leider Gottes schon immer anhänglich dafür gewesen, das Negative zu ergötzen, das Negative zu lieben. Wenn zum Beispiel Michael Jackson im Grunde genommen angeprangert wurde, dass er Kinder sexuell misshandelt hatte, aber es keine Beweise bisher vorlag und am Ende doch ein Lehrer so weit gegangen ist und dann gesagt hatte, ist nicht, Herr Richter, passen Sie auf, der Junge ist von seinen Eltern dazu halt dazu getreten worden, dass er halt vom Gericht halt Michael Jackson dementieren sollte, dass er ihn sexuell misshandelt hatte. Ich will Michael Jackson eigentlich nicht wirklich in Schutz nehmen, aber ich bin ein Mensch für die Wahrheit. Ist es dann auch klar, dass dann halt am Ende die Sache auch anders liegt. Er hat das Kind nicht vergewaltigt gehabt, die Eltern haben es später auch zugegeben gehabt. Aber sind die Informationen, die positive Informationen, die für Michael Jackson galten, sind die auch in der Bevölkerung von den Zuschauern im Fernsehen, im Radio auch wirklich angekommen? Nein. Viele, außer nur die kleine Minderheit, die noch für die Wahrheit gerade stehen, die noch sagen, ich glaube an die Wahrheit und nicht an das, was natürlich Propaganda ist, weil Propaganda macht geil, ja, ist tatsächlich so. Die meisten, die sich total an das Negative festgehalten haben, die haben noch das alte Bild im Auge behalten gehabt. Michael Jackson, der Pädophile. Michael Jackson hat Kinder vergewaltigt. Wir haben auch sehr viele Delegierten in Deutschland, Richter und Staatsanwälte, die selber Pädophile sind. Das ist leider die Wahrheit. Es tut mir leid, ich muss die Wahrheit sagen. Ich habe sehr viele Kontakte mit ehemaligen Beamten hier in Deutschland und ich weiß, was hinter diese ganze Kulisse vor sich geht und dass vor allem halt auch der Baphomet an sich überhaupt in unserem Personalausweis aufzufinden ist. Oder dass wir die Runenzeichen zum Beispiel an sich in unserem europäischen Reiseausweis drin haben oder sogar halt an Freimaurergebäuden wie in Karlsruhe auf der Kaiserstraße. Gleich neben dem Saturn in der Innenstadt, wo die Straßenbahn fahren. Nur ein kurzer Tipp für euch, Karlsruhe. Ja, oder dass wir halt auch hier den Teufel halt drin haben. Wird aber gut dementiert, ne, in den Medien von wegen, oh, man kann da nicht dran glauben, aber die praktizieren es doch selber. Ja, das ist halt so. Die dreifache Sechs überall, haben sie gerade auch gesehen gehabt. Und das Thema Subliminals. Subliminals. Wir haben in der Ökonomie, sprich in der Wirtschaft, auch häufig so entsprechende Freimaurersymbole, die dabei sind. Ich möchte Ihnen was zeigen, was im Heidelberg auch zu finden ist. So, das ist der ökonomische Wohnheim für Studenten oder Studierende, sieht man hier, ne? Das ist von der katholischen Kirche. Ist wieder dieser Papstsiegel zu sehen, dieses P, ne? Oh, das Fenster mit dem allsehenden Auge. Gott, nein, die Pyramide mit dem allsehenden Auge. Von der katholischen Kirche schon wieder. Wie auf dem 1-Dollar-Schein. Oh, verzeiht mir, dass ich so rede. Aber ich freue mich gerade. Meine Schatzkarte hat mir das hingedeutet. Oh, Mensch. Wird immer mehr und mehr davon. So, und die Subliminals, wie zum Beispiel ein Experimenta Heilbronn, das ist eine Begegnungsstätte für viele Jugendlichen und Kinder, die halt also Schulprojekte machen wollen in Bezug auf die Wissenschaft. Aber was ist das bitte? Was meinen Sie, was es sein könnte? Das ist ein Totenkopf. Das ist ein Subliminal. Die Skull and Bones nutzen den Totenkopf. Warum? Das sind Illuminaten-Freimaurer. Hier auch nochmal. Ein bisschen schlecht fotografiert, aber es ist da oben auch zu sehen. Ne? In der Wirtschaft, meine Lieben, sind sehr viele Freimaurer. Können ja eigentlich ja nur Stars und Sternchen oder erfolgreiche Karrierenleute werden, wenn sie direkt in diese Freimaurerei mit einsteigen. So, jetzt machen wir ein weiteres Symbol. Und zwar den Templerzeichen. Wir haben einmal hier den Kreuz mit der Krone. Das sind die Knight Templer, der Freimaurer. Und hier sind die Templer selber. Da gibt es auch eine andere Variante, die Freimaurer. Templer. Verzeihung. Wir haben das in der Bundeswehr zum Beispiel, dieses Zeichen. Und von unserem Tempelritter haben wir dann den hier.
ist überliefert worden, weil die Templerritter sind die Gründer der Freimaurerei in Bezug auf unsere heutige moderne Zeit. So, wir finden in unserem Chapter, die Sonne stört ein wenig, finden wir natürlich die Templerzeichen auch. Die gibt es in verschiedensten Varianten. Wir haben einmal die in hier. Hier. Und dann haben wir das, was wir gerade auch gesehen haben. Warten Sie mal. Wo habe ich den denn gesehen? Order of Knight Templar Commandanty. Oh, das müssten Sie sicherlich ja auch kennen. Order of Knight of Malta. Ne? Militärisch, militärisch. Jawohl. So ist das, meine Lieben. Ja, so ist es. Und die Kreuzritter, die Kreuzzüge getrieben haben. Und jetzt haben. Und hier finden Sie zum Beispiel in der Brüderschaft Heilbronn diese umgedrehte Pyramide mit dem Zirkel und dann hier dann der Wappen der Studenten Brüderschaftsvereinigung. Ja, es sind sehr viele Studenten halt auch mal, die karriereorientiert sind, in solche Brüderschaften dabei. Die gehören aber in den meisten Fällen der katholischen Kirche. An dem Tag, wo das fotografiert wurde, da hat man diese Freimaurerbibel entdeckt. Die steht meistens gerne immer mal so offen. Und es ist an der Gebäude der katholischen Kirche hier in Heilbronn. Ja. So, das ist ja der Friedhof, und zwar aus Pittsburgh, von der Freimaurerei. Können Sie auch im Internet herausfinden. Hier ist nämlich halt der Justice Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas, begraben worden. Das ist die Pyramide, aber nicht mit dem allsehenden Auge, sondern mit diesem Templerzeichen, der auch auf der Watchtower zu sehen war. Und zuzüglich auf dem Chapter von der Freimaurerei, den Sie gerade eben noch gesehen haben. Ja, als Vergleich. Hier zum Beispiel sehen Sie auch die Freimaurerloge direkt aus den Vereinigten Staaten der Zeugen Jehovas. Oh, das sieht richtig kalt aus, so richtig beängstigend, weil die Stühle erinnern mich sehr mal aus diesen ganzen okkulten Kreisen. Und es ist aber leider Gottes so. Ich kann dazu nichts ändern. Und vor allem, dass die sehr viel im Gebrauch nutzen, halt in Bezug auf die Subliminals. Ne? Das heißt, wir haben hier entsprechende Broschüren von den Zeugen Jehovas, wo dann auch also entsprechende Figuren versteckt wurden, die okkultisch sind. Ne? Oder der Teufel halt auch in manch bestimmten Bilder, wie zum Beispiel hier am Fenster. Ja. Oder in diesem Wachturmgesellschaft habe ich auch dann einen Zeus gefunden gehabt, weil ich suche manchmal halt auch demnach die entsprechende Subliminals. Also sieht man gerade ein bisschen schlecht, aber eigentlich sieht man hier in der Ecke einen Kopf, und zwar vom Zeus, ein Bildnis von Zeus. Kann man sehr schlecht gerade erkennen. Ja, und die Zeugen Jehovas haben auch The Lion's Paw genutzt gehabt, na, der Meisterhandgriff. Und dann demnach entsprechend deren The Chart of the Ages. Hier ist es ein bisschen kompliziert, also schwierig angedeutet, aber ich habe ein originales Stück, wo man natürlich das dann auch erkennen kann, was eigentlich die wirklich geplant haben. Ja, das hat auch was mit psychologischer Manipulation und Seelenfolter zu tun, um die Menschen noch mehr zu verwirren. Das ist ein uraltes System eigentlich, deren. Oder hier zum Beispiel, das habe ich auch schon mal gezeigt gehabt. Das ist auch aus dem Watchtower-Zeitschrift. Ne? Hier sehen Sie es auch nochmal aus der Wachturmgesellschaft. Hier hinten ist ein riesen Engel zu sehen. Hier die Dame mit den Wachturm-Zeitschriften. Und hier haben Sie zum Beispiel den Zeus. Ja, die Queen. Die Queen ist selber einer von denen. Wir haben zum Beispiel in Heilbronn das hier gefunden. Das ist nämlich vom Arkus.
Ja, das ist der freie Träger, der zusammen mit dem Jugendamt arbeitet und die arbeiten sehr viel für die Kinder. Das soll, glaube ich, sogar ein Kinderheim sein von Arkus. Und wenn man genauer sich dann das hier anschaut, da sehen Sie einen Teufel, die Katze, es könnte aber auch schwarz vielleicht halt gemeint sein, eine schwarze Katze. Und dann die Ziffer 130 gilt auch als 13 oder 31, ist ein Illuminatennummer eigentlich. So wie in den Tarotkarten auch zu finden ist mit dem Teufel oder hier in Person. Ja. Denen ist es doch egal, wie es um uns steht, Leute. Das ist die wahre Wahrheit. Natürlich in Baukunst finden sie ja auch den Winkel und Zirkel. Ja, damit möchte man natürlich auch zeigen, wie eigentlich die Freimaurer eigentlich so sind, dass sie dazugehören, weil es ja nur um Karriere, um viel, viel Geld geht. Man kann ja eigentlich auch nur Karriere machen auf die beste Art und Weise, in Verzeihung, wenn man Freimaurer wird. Hier zum Beispiel hat der Meister Popo mit seinem Winkel und Zirkel hier oben, das sehen Sie jetzt auch deutlich, und mit der Pyramide und dem allsehenden Auge, diese aber auch hier auf dem 1-Dollar-Schein nochmal sehen. Skull and Bones, Illuminatenzeichen, der Totenkopf. Ja, so ist das. Und so werden die Rituale der Freimaurer abgehalten, egal ob Frau oder Mann. Und ja, also das ist in Hamburg in der evangelischen Kirche, weil die gehört auch zu der Freimaurerei an. Sie sind alle infiltriert worden, auch der Islam. Sie gehören alle dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen langsam dem Ende zu. Ich weiß, das ist nicht leicht. Man kann die Wahrheit nicht immer vertragen. Ich weiß es. Ich weiß auch, dass im Grunde genommen die Wahrheit so schwer zu verdauen ist wie die Lüge selber. Aber nachdem ich das alles Ihnen jetzt offenbart und gezeigt habe, ich weiß, dass nur Bilder und Symbole alleine nichts sagen oder halt auch nur Filmaufnahmen, besitze ich aber direkt aus der Freimaurerei bestimmte Schriften über 500 Seiten. Und das ist wirklich direkt aus der Freimaurerei. Pactum de Singularis Caelum ist Lateinisch. Covenant of One Heaven. Ich möchte das Ihnen jetzt mal zeigen, was der Vatikan hütet. Was eigentlich gar kein Geheimnis mehr ist, weil das schon lange draußen ist. Aber gucken Sie sich das jetzt mal an. Das ist der Pactum de Singularis Caelum, Covenant of One Heaven, wo wir sie natürlich halt diesen einen Rekord schon gesehen haben. Es geht um den hier. Das sind über 500 Seiten. Und hier haben sie zum Beispiel den Exordium Supreme Aggrievement and the Covenant Treaty Trust and Title of Ownership. Ownership, ne? Dann gibt es noch viele andere Dinge drin, zum Beispiel aus der Wissenschaft. Die Rechte für Frauen, die Rechte für Männer, die Rechte für Kinder, die Divine Feminine. Ist alles vorgeschrieben vom Vatikan selber. Rule of Law and Justice. Ja, die Gesetze, die Gerichte, wie sie hier zu funktionieren haben, amtlich all, Leute. Ja, amtlich. Power and Authority. Was wir gerade halt als Thema hatten. Treaty of the Earth und so weiter. Das wird lange dauern, wenn wir lange rumgucken. Das sind über 500 Seiten. Direkt aus der Freimaurerei. Das ist alles auf Englisch. The Permutations Deus. Alpha und Omega. Das ist hier das Thema. Und vor allem hier wird schon beschrieben über die Galaxie. Ja? Das ist kein Gehirngespinst. Das ist nicht erfunden. Kommt direkt aus der Freimaurerei. We, the one, the only creator of all, the Alpha and Omega, the absolute divine, the unique collective awareness of all meaning, title and objects expressed into the living trust and dream known, also wissen, as
Eucadia, also known as the one true universe with respect and, also soll man mit Respekt vorgehen. Composition to the prayers and presentment by all higher order life and spirits do hereby command through our absolute embodiment, ownership, occupation, lawful position and irrevocable dominion of all existence that is pronouncement be promulgation to all life, yeah, and spirit through the universe and heavens, including all the higher order of life forms existence within the Milky Way galaxy. Ich möchte immer versuchen zu zeigen, was alles in diesem Schreiben zu finden ist und im Buch eigentlich. Es ist ein Buch, ne, was der Vatikan mit sich trägt. The first keep repressed the unity of one heaven itself and is represented by a key with two distance stands of death, teeth. Representing the United of Heaven and Hell. Heaven and Hell? Bitte? Heißt doch ja Hölle. Wir haben keine Hölle, wir leben auf der Hölle. And? The second K present the authority of the Society of One Heaven and Time and Space and the power and authority to correct the lies and corruptions and injuries against heaven particularly and false history and false scripture ab initio. And das hier für ein Symbol, aha. Jetzt kommt hier das mit der Pyramide und mit dem allsehenden Auge, aber als Kasten. The third key, represent and authority of the Society of One Heaven overall from forms of property, land, claims of ownership and financial instruments as the key of the treasury of One Heaven End. Jetzt kommt das hier mit den Justice. The fourth key represents the authority of the Society of One Heaven over all laws and the adamantation of justice through the Supreme Court of One Heaven and all lesser courts. One Heaven Unique Divine Trust. Das kennen Sie von dem Zertifikat, den ich Ihnen vorgezeigt hatte, von The Promised Land Record. The unique member number, Divine Trust Register number of the Society is, die Lauter 6 und 9. The Divine Trust informed through conventions of all heaven existence into the Divine Trust, both with the with a without form of unique collective awareness. Therefore, the Society of One Heaven process is its own life and soul as the supreme society of all societies and the highest jurisdiction of all jurisdictions by the highest laws of all laws. Also, die vertreten die Rechte. Die haben mehr Rechte als wir Rechte haben, die unter den CDM Crepidis Denuncia Maxima unterliegen. Hier haben wir lauter Codenummern. Zum Beispiel die Planeten haben auch ihre Codenummern. Solarstar, Merkur, Venus, Erde. Die Erde hat hier diese Nummer zum Beispiel. Ja, und dann der Gott selber. Die haben alle ihre eigene Nummer. Der L hat Nummer. Der Allah. 14. Amen. Ist auch noch ein Gott oder wie? 19. Baal, Iblis, Jehovas Zeugnis, 159. Alles unsere. Und aus den ägyptischen. Die ägyptischen Götter sind dabei. Athena, Athen, Isis,
ganz aktuell mit diesem militärischen ISIS-Operation, was wir jetzt zurzeit in den Nachrichten sehen. Para, Brahman, Rama. Ah ja, gut, das sind halt auch die aus dem Dings dabei. Asiatischen Raum. So, Day of Judgment. Ich muss mich beeilen. So. Hier, was ihr auch nochmal sehen, in diesem Paktum de Singularis, the Universe. Und dann entsprechende wissenschaftliche Dinge, die auch sogar halt explizit mit eingetragen wurden, wie Magnesium zum Beispiel, Subatomic. Ja, gibt es verschiedene Materialien. Da haben wir sogar auch die chemische Formel mit dabei. Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, alles wird da drin beschrieben. Wie was funktioniert in der Wissenschaft, was es halt so alles so gibt. Ja, das haben die alles. Nutzen die. Ja, Thelium, Lead, Bismut, Polonium, Radon und so weiter und so fort. Ja. Gibt es viele Geheimnisse auch, die hier drin offenbart sind. Ja, ich habe es nicht glauben wollen, aber was soll das denn bitte? Master of a Solar System. Das ist Lucifer. Das heißt das. Ja. Viele werden natürlich mit dem Vogel zeigen. Bin das schon gewohnt. Ich lache noch schon über die, die mir den Vogel zeigen, weil das halt Primaten sind. Sind auch wirklich primitiv, weil viele nicht die Wahrheit ertragen können. So, da gibt es noch viele andere Dinge hier drinne. Wie zum Beispiel die Wirtschaft, wie zum Beispiel halt auch mit Geld gehandelt werden soll. Steht auch alles drin. Zum Beispiel auch über das Thema Petitionen. Ne? Wird alles vorgeschrieben. Bringt alles nichts. Hier das Thema über Gold. Oder die Kredite, wie die Banken die Kredite halt vergeben sollen. Credo, Kredit. Ja. Das können Sie auch selber mal ein bisschen lesen. Die dürfen sich nicht alles immer nehmen lassen. Hier sehen Sie zum Beispiel Gold als Kredit, wie viel das Wert hat. Supreme Credo Credit. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt gehabt, dass da ein Dollarschein eine Art Schatzkarte ist, die uns halt Hinweise geben soll, wer der Urheber von diesem ganzen Geldsystem ist. Egal, ob es die Eule hier in dem versteckten Sinne aufzufinden ist, die Pyramide mit dem allsehenden Auge, jetzt halt auch umgekehrt, oder der Davidstern, der entsprechend mit 13 Sterne versetzt ist. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge finden wir aber auch zum Beispiel in der katholischen Kirche, gerade in Deutschland oder in Europa weit. Viele Symbole sind da aufzufinden, aber auch in amtlichen Ausweisen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge, die mehrfache 9, die man aber auch umgekehrterweise auch als 6 sehen kann. Leider ist in der Numerologie auch die Pyramide mit dem allsehenden Auge auch aufzufinden, gerade im Ziffer 1, und zwar unter der Bedeutung Absolutheit. Vater Gott Osiris, Magier, Ursprung, Kraft, Urwille, Urgrund des allewigen Lichtes. Symbolzahl für Vater, Osiris und auf den Menschen und den Tarot bezogenen Magier. Unser höheres Ich ist der Magier, weil es eine Kraft ist, das Licht und das tönenden Wort, mit der der Mensch magisch, schöpferisch wirken kann. Die Eins sollte die Erhaltung aus einer Kraft angehen. Selbstgenügsamkeit üben und auch dahin führen, dass starke Wille und Macht, etwa als Alchemist, Könner, Wissender und Herrscher, verbunden mit Güte und Demut gelebt wird,
Symbol ist das Auge Gottes. In einem Dreieck ist in der Mitte die Pupille eines Auges dargestellt. Haben Sie das gesehen? Hier noch einmal. In einem Dreieck ist in der Mitte die Pupille eines Auges dargestellt. Und zwar das Auge Gottes. Da die Pyramide mit dem allsehenden Auge zwar der katholischen Kirche angehört, aber doch auf dem Kruzifix vom Vatikan eher der Pharao zu sehen ist, sollte eigentlich einen zu bedenken bringen, dass im Grunde genommen ja der Christentum ja gar nichts mit dem ägyptologischen Göttertum zu tun hat, aber die Freimaurer, sprich auch der Vatikan, bei ihren Eingeweihten selber an sich die ägyptische Götter anbeten. Ohne dass die Gläubigen selber, die als Goyim genannt werden, davon wissen. Hallo, ich stehe hier in Heilbronn vor der Robert-Meyer-Gymnasium. Und zwar geht es heute um das Thema die Symbole der Freimaurerei. Und was wir auf dem 1-Dollar-Schein kennen, das finden wir auch hier. Und auch hier hinten. Ganz klein. Natürlich auch viele andere Symbole unterliegen halt der Freimaurer-Chapter. Die werden Sie auch im Internet häufig auffinden, zumal auch die Sonne und der Mond und auch ein Stern. Es gibt zwei verschiedene Sternformen, wie zum Beispiel den Pentagramm, wo der Ziegenbärtchen vom Baphomet nach unten schaut und einmal nach oben, wie hier zum Beispiel. Ja, das haben Gymnasialschüler gemalt gehabt im Namen einer Bürgersteininitiative. Und das ist für mich halt auch so ein Zeichen, dass im Grunde genommen die Freimaurerei ja auch die Macht besitzt, ob staatlich oder auch im Schulsystem sich weit breit gemacht haben, in der Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Das heißt, in der Politik und in der Wirtschaft sind ja die Freimaurer ja ziemlich stark aktiv. Die Sonne, ja. Jetzt haben wir verstehen gelernt gehabt, was eigentlich die Pyramide mit dem allsehenden Auge wirklich mit sich trägt. Natürlich wissen wir halt, dass die Pyramide mit dem allsehenden Auge der Urheber ja schon in unserer heutigen Zeit der Vatikan ist. Das haben wir ja schon mal thematisiert gehabt, alleine schon, wo wir da die Pyramide mit dem allsehenden Auge in der katholischen Kirche häufig aufgefunden haben. Und zumal die gehütete Geheimnisse, die auch im Vatikan zwar gibt, aber es gibt auch einige, die schon halt in die Öffentlichkeit gedrungen sind,
Aber es gibt immer noch halt einige Geheimnisse, die eben nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist. Für mich ist das sehr erschreckend eigentlich von der einen Seite, aber mir war das schon bewusst. Ich habe das schon in meinem Unterbewusstsein gespürt gehabt, dass da irgendetwas mit entsprechender okkulten Dinge hier eigentlich fabriziert wurde. Gerade hat in den Religionen und halt egal ob jetzt in der Finanzwelt, Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Dass jetzt zum Beispiel die Pyramide mit dem allsehenden Auge als Vaterbild angesehen wird in Bezug auf Osiris, Magier, Gott, Ursprung, Urkraft, Urwille, Urgrund des ewiges Lichtes. Wenn wir nochmal halt in Bezug auf die Religionsunterrichten der katholischen Kirchen hinblicken, was wird denn eigentlich im Religionsunterricht gegenüber den katholischen Kindern gelehrt? Es wird über Luzifer gelehrt, dass Luzifer ein gefallener Engel war und dass er aus dem Lichte kam. Und da herrscht unheimlich viele Geheimnisse. Aber es ist sehr interessant, dass ich zum Beispiel auch meine Tarotkarten den Luzifer oder den Teufel auch dort finde. Unzuzüglich halt auch die ägyptische Symbole. Wie es hier aber in der Numerologie in Punkt 1 unter Absolutheit sogar, also der Gott Osiris aufzufinden ist. Gehört zur ägyptologischen Mythologie und der ägyptischen Götter. Cartae Sacrorum de Congregatio Globus, Globe Union Charter. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are now well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati. You'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. Open up your eyes, wake the fuck up, America. Yeah. Elite control your lives with fear. Just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees. Tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me. But I'm telling thee that Tel-Aviv ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically. Mystically, rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked in prison with the key. It's in your mind, it's the boss to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free. And they subsidize illness in America. They have to, there's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. Fuck the internet, it took away your intellect. It stripped you of respect, so now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection, doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better, fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play Geppetto. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings. But they treat us like we're property, we're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare. Fight fair.
yeah. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are now. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Illuminati, you're now. There's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. Educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be. Open up your eyes, wake the fuck up, America. Yeah. Elite control your lives with fear. Just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees. Tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me. But I'm telling thee that Televie ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked in prison with the key. It's in your mind as the boss to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. The internet, it took away your intellect, it stripped you of respect, so now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection, doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play Geppetto. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings, but they treat us like we're property, we're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare, fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value! Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be. You see, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. Educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all
wake the fuck up, America. Elite control your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees, tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me, but I'm telling thee that Tel Aviv ain't true, just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. Unlock the prison with the key. It's in your mind, it's the boss to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all and they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. Fuck the internet, it took away your intellect, it stripped you of respect, so now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection, doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better, fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play Geppetto. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings, but they treat us like we're property, we're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare, fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free. Got to get mad. You gotta say, I'm a human being. God damn it. My life has been Illuminati. You'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. See, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. Educated people, capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. Open up your eyes, wake the fuck up, America. Elite control your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees, tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me, but I'm telling thee that Tel Aviv ain't true, just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked to prison with the key. It's in your mind, it's the boss to see. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. Man, fuck the internet. It's-
took away your intellect and stripped you of respect. So now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection. Doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better. Fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play your pedal. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings. But they treat us like we're property. We're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare. Fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it, my life has value. Illuminati, you never. Meine sehr verehrte Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir haben durch diese Erfahrung zwar, hoffe ich zumindest, hat man einiges gelernt gehabt, wer der Urheber dieser ganzen Pyramide mit dem allsehenden Auge ist. Die Wirtschaft funktioniert auch dadurch nur. Ja, meine sehr verehrte Damen und Herren, heute hat mein Ehemann was ganz Besonderes gesagt gehabt. Heute lief in den Nachrichten das Thema Krieg. Einmal in der Ukraine, auch zum Thema Syrien. Wir haben seit viele Jahren nur permanent Kriege. Wir haben seit Jahren das Problem mit unserer Gesundheit. Wir werden häufiger kränker. Wir haben auch das Problem mit den Lebensmitteln, die entweder mit toxischen Giften regelmäßig vergiftet werden, damit wir Konsumenten natürlich wunderschöne Tomaten kaufen können, geschweige denn auch Äpfel oder wie nachdem. Und sogar gehen manipulierte Lebensmittel. Ich glaube nicht, dass wir noch Lebensmittel erhalten können, die nicht genmanipuliert wurden. Das ist meine Meinung. Zumal auch die Sache mit den entsprechenden Glutamat-Tüten, wo man Lasagnen backen, also machen kann, geschweige denn halt Filets und je nachdem, das braucht man alles nicht. Da sind Gifte drin, die uns natürlich krank machen. Sogar einige sind davon gestorben, von dieser Glutamate, weil es gibt keine gute Glutamate. Aber das unterliegt alles denen. Die Lobbyverbände, die sogar in der Politik sitzen, die gehören dazu. Jeder, der irgendwo eine Karriere machen möchte, direkt in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in den Kirchen, die haben die Möglichkeiten durch die Freimaurerei alleine. So viel Karriere machen zu können, dass sie davon reich werden können. Ein erfolgreicher Manager, der wirklich Millionen geschöpft hatte, kann nur Millionen schöpfen, wenn er selber ein Freimaurer ist. Das ist der Geheimtipp dieser Geschichte, aber sie verkaufen automatisch ihre Seele dem Teufel. Denken Sie an den Magier, am Vater Osiris, mit der Pyramide und mit dem allsehenden Auge. Ja. Wir sind jetzt an der Ende angekommen und ich will nur halt sagen, eigentlich brauchen wir keine Politiker. Wir brauchen auch keine Könige und Kaiser, weil es ist auch ein Konstrukt der Freimaurerei, steht in der Freimaurerbibel übrigens drin. Und geschweige denn brauchen wir, das ist halt nur die Frage, wie das jeder halt für sich halt nimmt. Also ich selber brauche keine irdische Kirche. Egal welche Glaubensgruppierungen es sind. Alle Religionen, die uns bekannt sind, sind infiltriert worden der Freimaurerei. Das wollen viele nicht wahrhaben. Das ist normal. Man will ja auch die Wahrheit nicht hören und geschweige denn auch akzeptieren. Und dass sie Satanisten sind, sprich die Illuminaten-Freimaurer oder halt auch die Skull and Bones-Freimaurer, das kann man alleine durch den Professor John Robertson, durch sein Buch The Proof of Conspiracy lesen. Gut, das Buch ist ein bisschen älter von ihm, weil er lebte im Jahre 1739 bis 1805. Aber wir haben durch ein Beweismaterial erkennen können, dass die Illuminaten-Freimaurer zwar vor 200 Jahren verboten wurden, aber sie haben überlebt und haben expandiert. Tja.
Ich wünsche nur das Beste der Menschheit. Und ich wünsche jedem nur das Beste. Wirklich, glauben Sie mir. Und ich verehre den Teufel nicht. Ich verehre auch den Satan nicht. Der Glaube ist ein Glaube. Der Glaube ist nicht gleich Wissen. Wenn ich wissen würde, würde ich nicht glauben. Ist eine mathematische Formel sogar. Hat mein Mathematiklehrer damals gesagt gehabt. Ich wünsche Ihnen was. Mein Name war Ina Winzig und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut.